tous. Der ist ganz speziell beim Fahren. Ist sie schwerfällig hier oder ich bin das? Boah! Konnte noch gerade abfangen, oder? Teufel. Meinst du? Ich weiß ja nicht. Was für Track Limits? Ich hab gar nichts gemacht, Alter, willst du nicht verarschen? Ich hab jetzt gar nicht hingeschaut, was hab ich gemacht? Wo denn Track Limit? Warum ist Sternchen die Zeit? Ich hab da kurzzeitig nicht aufs Spiel geschaut, wo. Bin ich da echt daneben gefahren, was? Wenn ich nicht hingeschaut hab? Ich bin eigentlich nur gerade ausgefahren, oder nicht? Was machst du denn, TG? Immer rumwechseln oder was? Fahr doch mal 10 Runden im Auto. Ich brauch 20 Runden, um mich zu gewöhnen ans Auto, wenn überhaupt. Wenn mal dann schaffe ich's. Der ist glatt als hier, Alter. Krasse Scheiße.
Stay behind the white line. Meine Sounddings da weggemacht. Stört mich ja auch. Hold for race 30? 20 Minuten, okay. Hier brauche ich zum Beispiel 5 Liter mehr als mit dem anderen. Okay, das ist wild. Ich wollte halt mal vierten Gang da machen, aber ich musste anscheinend bei dritten bleiben. Na, quickest overall, aber mit Strafe bringt mir nichts. Was ist denn jetzt? Wie das mit dem linken Fuß aushalten soll. Komisch, wie weh der tut. Thank you.
Das ist ja doch schief da irgendwie. Schon wieder. Aber mit dem Bremsen gar nicht. Mein linker Fuß, ich krieg es nicht mehr mit dem Bremsen richtig heute. Ich muss den immer so komisch hoch. Boah, das ist so schwer heute. Also linker Fuß ist zu. Ich kann nicht mit dem. Kann nicht kontrollieren. Boah. Den neuen starken Porsche GG. Ich kann gerade nicht mehr bremsen. So richtig. Jo! Oh, mein Bremsfuß macht voll die Probleme. So. Machen soll. Sitze ich irgendwie schief oder muss ich was anders machen? Ja, wie immer halt. Geht los oder was? Schauen, ob ich das hinkriege mit den Bremsen. Ne? Thank you.
Mein Bremsfuß, der ist abartig, Mann, wie weh der tut. Abartig. Oh Mann, ich kann aber noch nicht noch mehr Pillen nehmen. Alter. Boah. Wir kriegen das hin. Gasfuß ist ja nicht besser, aber der hat nicht so viel Druck. Der Penis hat mehr Druck. Done at 149, 144.
is okay. Very little fuel left. Ich werde in dem Auto bleiben, auch wenn das schwächer ist als das andere. Macht ja nichts, so ist es zumindest spannender. Ich glaube, Tietje fährt den neuen Porsche. Das schafft man easy, die 1,46 oder so. Hier, das Ding ist sehr gemütlich, sag ich mal. Doch sogar mehr Fuel, ne? Im anderen habe ich 25 Liter gebraucht fürs Rennen. Hier brauche ich 30. Ganz verrückt. Deswegen weiß ich echt nicht, wie das Ganze balancen kann, außer wie vorhin, dass nur ein Auto halt für alle ist. Aber ist ja egal im Endeffekt. Zweiten gehen sollen vielleicht, ja, gell. So. Boah, der Mercedes ist schwer zu fahren. Ja, ne? Boah. Also der ist schöner Sound, aber irgendwie... Außer wenn der das Benzin leer ist. Gar kein Sound mehr. Ja, ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr rutschig und übersteuert ohne Ende. Ist auch so gemächlich irgendwie, aber... Tietje ist dabei, der fährt mit dem neuen Porsche und der ist halt ultra schnell. Der 2021er. Die Version, die wir eben gefahren sind, mit 2021er noch. Okay. Und da schaffst du locker deine 1,46 oder so. Sogar schneller als. Was bist du vorher gefahren? 1,465 oder was? Ich glaube 1,47. War bisher mein Bestes, glaube ich. Mhm. Oh, ich habe meinen Kühlschrank sauber machen müssen. Da war irgendwas gestorben. Oh. Ja, jetzt habe ich alles rausgenommen, alles sauber gemacht. Ich bin klatschnass. Ui. So eine scheiß Arbeit. Ja, zum Glück ist es nicht so warm. Ne? Das ist ja noch schlimmer, aber Kühlschrank warm sauber machen ist immer eine schöne kühle Erfrischung. Ja, vor allen Dingen mal so ein paar Deko-Sachen rausgeschmissen. Ja, ausmisten muss manchmal sein. Ja. Muss ich morgen erstmal einkaufen gehen, ich mach's nicht total leer aus. Naja, wenn du alles rausschmeißt, kein Wunder. Ja. Raus mit dem Scheiß. Scheiße, mitfahren das Rennen. Wir sind 3 Minuten Rennen. Ja, ich muss ja erstmal hier
Track und Auto. Ja, nur ein Auto ist 2 Megabyte oder so. Keine Ahnung. 10 Minuten. Ja, aber Track ist 130. Wieso musst du Track? Das hast du doch vorher nicht gemacht. Hast du vorher schon mitgefahren? Ja, ich weiß, aber ich will trotzdem. Was willst du schon wieder? Ja, aber das hat ja richtig keine Ahnung. Achso, bist du noch vorher noch mit der 1-1, mit der 2-1er gefahren, oder was? Mit der 1-1er, glaube ich. Weiß es nicht. Wie kann dieser Mensch, der so fährt, so eine Zeit fahren? Das verstehe ich nicht. Der kann doch keine 2 Kurven fahren. Das denke ich mir auch, wenn ich dir zugucke. Aber guck mal. Ja, Ausnahme. So, immer wenn jemand zuguckt, dann ist Kacke. Das ist ja, das kann ja nicht sein. So krass auch nicht. Der ist ultra stark und schnell, Mann. Können wir nachher mal nach dem Rennen, können wir ja machen. Beide mal nachher den nehmen, schauen, was du Lust hast. Ja, also, das mal. Ja, das ist jetzt egal. Da tue ich mit meinem Mercedes ein bisschen fahren. War meine 1,50er Zeiten, ich bin zufrieden. Boah, das hat mir jetzt doch gefehlt, aber ich hab keinen Bock drauf. Eigentlich doch den Müll runterbringen. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Wo ist jetzt hier? Wart immer länger. Ich musste bei dem 2021, dann glaube ich, musst du auch das Cockpit enorm anpassen. Diese Sicht von oben geht da gar nicht so wie hier. Du siehst ja nichts. Da musst du die Cockpit-Sicht ganz, ganz nach vorne schieben. Dass es so ist wie hier. Ich habe jetzt nochmal den Ausschuss von gerade eben genommen fürs Rennen. Das ist ja unfair, der ist ja noch schneller. Also der ist ja auch so stark. Also genau, die sind ziemlich gleich da. Und ich fahre mit dem Mercedes oder was? Aber wie kann denn der Mercedes so schwierig sein? Aber ich dachte, ich fahre jetzt einfach immer mit jedem mal so ein Rennen einfach so, ne? Ist ja egal, einfach mal gucken. Ich hab ihn ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen Reifendruck verändert, ich habe noch Bremsdings verändert und noch irgendwas. Ist ein bisschen besser geworden, aber der ist, ich weiß nicht, die Gänge sind noch ganz anders bei dir. Er hat so kurze Schaltwege, ne? Oder? Scheint kurz, aber irgendwie ist 2 und 3 sehr, sehr hoch. Kannst du kommen mit dem? Du musst halt fast immer im zweiten fahren, statt im dritten anderen Autos. Ah, doch vorbeigefahren. Was ist mit meinem Knie los? Aua. Boah, mein linker Fuß ist gekannt. Ich kann ihn kaum noch nutzen, ne? Oh. Aber das geht ja gar nicht. Hast du Krampf? Oh, nee, weiß nicht. Mal gucken, ob es geht. Bei mir ist mein linker Fuß total ripp. Ich kann nicht mehr richtig bremsen. Ich kann keinen Druck mehr ausüben. Es tut total weh und ist total komisch. Ich dachte, du fährst jetzt linksfüßig. Nee. Also ich glaube, weiß nicht, ob ich fahren kann. Das ist ja heftig. Wo kommt das denn auf einmal her? Das kommt dann aber, wenn wir irgendeine Muskel benutzen, dann auf einmal meldet sie sich. Ich hab Bock mehr! Arche EGT 20, das ist der Porsche, oder was? Für 2021, ja. Was ist denn das? Ist das eine Tuning-Firma, oder was? Da heißt der so? Das ist der Modder. Das ist der Modder. Dings Racing. Das habe ich vorhin, im Spiel habe ich so benannt auch, ne? Ja. Kannst du drüber haben, was ist das denn? Ich hab's vergessen. Hi Dingstar Racing, keine Ahnung, irgendein Racing-Team wieder. So ein starkes Team, was gute Mods macht.
5 oder so kostet. Was? Das kostet was? Das sind alle was. Hast du dafür bezahlt? Bisschen. Ein iPad hier, immer ein iPad hier. Klar. Ich habe gesehen bei dem einen, da gibt es sogar extra eine Seite, die nennt sich blablabla Formula. Da gibt es sehr, sehr viele Formula-Wagen und sogar komplette Season 91 umsonst. Die muss ich mal laden. Da muss er leider sich das einzeln laden, kann man nicht zusammen laden im Pack. Verstehe ich nicht warum. Also Formula 1 91. So, das habe ich auch gesehen, ja. Voll geil. Was werden jetzt dann noch? Was soll denn das? Was mal los hier? Na, fahr ich auch nochmal mit, da komm. That's the end of the session. You're on pole. Well done. Ich fahr nochmal mit da. Ich sag's doch. Wow. Ich kann nicht. Ja, keine Ahnung. Was ist das mit der Overtime? Wie kann man das denn? Ausstand ist kürzer. Ich hab die ganz kurz gemacht. Sogar beim ersten, bei der ersten Kurve in den ersten Gang gehen. Ich musste heute meinen Bremsweg noch weiter zurücksetzen. Ich habe gemerkt, ich habe wieder nur 80-90% gebremst. Noch mehr zurück, weil ich kann Fuß nicht mehr Druck ausüben, so richtig. Naja, bist du irgendwann bei der Handbremse landest, ne? Ach, ist ja okay. Scheiß, oder bist du noch spielen? Warte ich hier. Ja, ist ja klar. Endlich. Was ist denn Overtime? Du kommst eigentlich immer genau beim Rennen. Was ist denn für ein Timing? Ja, ich? Na klar. Oh, Zufall. Die ganze Zeit geackert, gewienert, geputzt, getrocknet. Im Singleplayer heimlich übt es, so verstehe ich das. Ja. So ein Ding. Genau. Achso, ich brauche... Hab ich den Money verdient? Ich brauche mit dem sogar über 30 Liter, ne? Also, du säufst wie ein Loch. Du brauchst mit deinem 25, brauch über 30. Dann noch schwerer, noch ekelhafter. That's Paul. Okay, Gino. Stay calm. Focus. Ja dann. Latsch, Leute, hier so. Ganz gemütlich hier. Ich die Reifen drehen, abgefahren. Im Stand. Jetzt beim DJ die Reifen nach vorne, nach hinten. Abgefahren. Ja, das ist das. Ich werde gleich von mir überrollt, hey. Jetzt so einen starken Start hier. Bitte tötet mich keiner von euch. Das ist euer Auto, beides stärker als meins. Aber bitte nicht töten.
muss hier sogar zweit machen, weil sonst komme ich nicht um die Kurve. Jetzt kriege ich. Genau das, was mir auch passiert ist. Genau das. Das kann ich so viel bremsen, was ich. Zu früh oder zu spät. Ich kann nur noch so 70% bremsen oder 80. Mit dem Fuß ist sehr seltsam. Wie oft du geraden kannst du mich locker überholen, dass du auf mehr Power passt dir? Kannst du da dich ansaugen und du dann vorbei? Nee, du ziehst mehr davon. Was? Ich hab nicht mehr Power. Vielleicht in den Kurven. Die Kurven halt viel langsamer fahren. Ein bisschen mehr Gas, kommt das Heck sofort. Ich sollte auch hier einfach schalten in den zweiten. Wo ist denn der Haie-Marker? Hinter mir, ganz knapp. Aber nee, der ist eine Runde hinter uns, oder? Der resettet? Nee, der überholt mich gerade. Nee, der ist... Wie du bist, hast du... Boah. Ich verstehe diese relativ da nicht. Seid ihr beide nicht hinter mir? Na gut, eines hinter, eines vor mir. Verbremse ich mich, ja, scheiße. That's 15 minutes.
Oh, 0,5 Sekunden schneller gefahren. Hinter mir, dieses Auto sagte. Meine ist 1,48,9 die beste. 1,48,4. Der Guy behind 1,48,5 sagte. Hast du gerade überholt? Ich nicht, nein. Nee, so schnell bin ich nicht. Tici. Ja, in der Runde davor. Ja, das ist eine halbe Sekunde, wenn du 0,6 Sekunden schneller bist pro Runde. Easy. So schnell dann. Hauptsache, ich komme auf Pole. Auf Podium. Pole war ich ja schon. Das kommt ja jeder von uns. Das muss ja keiner wissen. Nicht mal mit so geil behind. Der ist ein Cheater. Er hat ein anderes Auto. Ist mal anders gefahren, aber so glaube ich, ist es nicht gut. Kann der nur so schwammig sein hier? Das ist vielleicht doch so ein Bentley. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Awesome stuff, mate. So ein Jaguar Bentley. Okay, Gino, we're at the halfway point. Fuel will be tight. We think you'll get to the end, but we're not sure. Time to get defensive, mate. Er ist nicht sicher, ob er bis zum Ende kommt mit dem Spiel, sagt er, na klar. Hä? Wir haben 12 Minuten Sprit und wir haben noch 10 Minuten Rennen. Vorhin schon Stress gemacht. Was mit dem? Alter, aus dem Windschatten rausfallen. Frech. Und dann wieder reinfallen. The guy behind is crazy. Wieder mal Windschatten fressen. Bitte nicht hier überholen. Was? Ich muss jetzt gleich bremsen und dritten schalten. Ich habe nicht so viel Grip hier. In diesen Kurven. So wie vorher meine ich halt. Oh. Hast du fast reingerutscht?
Ja. Ich habe aber auch spät gebremst. Ich habe auch noch anders gefahren als sonst. Jetzt bin ich aber auch gut rausgekommen. Ich fahre nur 1:49.445. Schaffst du schon noch Techten? Also meine Beste ist immer noch 1:48.9, also schneller komme ich nicht. Das ist das Auto schwer, das ist schneller zu machen. Ich fahre jetzt umsonst 49.4 mit dir hier. Muss ich halt echt langsam fahren, sogar bremsen, ich komme sonst echt raus. Hier geht es wieder besser. Also schneller als 1:48.6 ist echt wild. Komm nicht einmal hier in den sechsten Gang, sag ich dir mit dem Auto. Ich komm nicht in den sechsten Gang. Okay, Gino. Hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes. That's 5 minutes remaining. We can win this. Hier immer so nah kommen, ich muss hier voll immer bremsen. Das ist immer schwierig, jetzt vorbeikommt. Ich kann halt da nicht so schnell fahren. Sagte mir, defend harder. Und da fällt Lava mich fit hier. Ja, ich kann hier nicht so schnell in die Kurve. Also ich muss hier echt immer bremsen. Ich rutsche sonst weg. Downforce ist nicht so geil mit dem. Egal, was passiert. GG. Lustig. Diesen echten Rückspiegel. Wenn du einmal überholt hast, fährst du eh vorbei. Also bist ja dann viel schneller. Außer du verbrennst dich dann wie eben. Ja, ich mach noch Fehler. Das ist ja das, was ich üben möchte. Dieses konstante Fahren und auch mal abseits der Ideallinie. Und wenn vor einem einer ist, dann sieht das auch alles ein bisschen anders aus. Du siehst nicht so die Punkte, wo du sonst so... Ja, ich mach mir da keine Sorgen, ich fahre nie auf dich, ja. Immer noch nicht. Hatten wir schon mal das Gespräch. Wow, 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 Techni. Das war's. Oi, oi, oi. Ich habe nur gesehen, du bist zu schnell in der Kurve. Da gab man Zeit, im Rückspiegel zu gucken. Wie du wärst du vorher gesagt, all or nothing bei der Kurve. Ich dich gefragt habe, bist du nicht zu schnell da? Ja, das muss ja. Das muss ist ja. Halt,
ich riskiere da halt. Ja, aber mache ich auch. Nur mit dem Auto rutsche ich halt weg. Ich hab, kann nicht riskieren. Ist aber auch langsam gefahren, die Runde. Halbe Sekunde langsamer als sonst. 5 minutes of fuel remaining. Noch einen Liter weniger packen können. Sag ich dir. Werde das ganz anders aussehen. Wo ist denn der andere hier? Plus 2 Runden oder was? Wieso denn das? Was happened? Der war doch hinter dir, oder? Ganz knapp? Oder sogar vor dir, zeitweise? Ja, das. Selbe Schicksal halt für mich irgendwo übertrieben und einen Abflug gemacht. Imagine Center würde jetzt einloggen, wird noch gewinnen. You made them all look silly today. Na klar! Yeah. Die Bläden! Oh mein Gott. Dies ist der Typ, ne? Oh nee. Muss aufpassen, ob ich nicht noch Krampf krieg hier. Die nächste, letzte Runde. Bisschen übertrieben gerade. Oh Gottes Willen, ich weiß nicht, ob ich es halten kann. Komm schon, nicht jetzt. Oh. Das tut weh, Mann. Umstehen. Ich kann nicht. Das ist vorbei. Muss fahren. Lass dich da nicht. Nee, ist du nicht vorbei. Ich bin noch in der letzten Runde. Race is over. Aber. Nee, ich kann nicht. Ich komm grad geklampt. Du stellst mich in hier, aber. Was soll ich machen? Wenn der kommt, ist der da. Oh. Das weh. Ja, im Moment. Ich muss gleich aufstehen. Stress ist egal, der Gino versucht sein Bestes. Ich hab grad gedacht, dein Krampf hat aufgehört, dabei ist mir der Sprit ausgegangen, was auf einmal so ruhig wurde. Wie? Nee. Wie hast du kalkuliert? Rennen ist zu Ende. Nee, Leader of the Final Lap, oder nicht? Nee. Ich dachte, ich muss noch die Runde. Sag ich doch, das sieht doch nicht mit deinem Kram, sondern... Das nicht. Guck mal, da oben. Über deiner... Race over. Oh. Ich gebe mir jetzt erstmal das Replay, weil da waren echt... Ich bin so schön hinter dir hergefahren. Will auch sehen. Kann ich in die Box oder wie ist das? Ja. Oder einfach warten hier. Du kriegst ja eh keine Punkte. Ja, aber wirklich starkes Auto aus TG. Oh nein! Hat er jetzt. Ich hab's weggeklickt.
Wirklich. Ich hab's weggeklickt. Oh! Moment, kurz AFK. Nur. Mm-hmm.